Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Octopath Traveler. Ja, so heißt das Spiel, Cloud. Ja, wir sind in der Clean-Up-Quest-Reihe angelangt quasi. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir in jedes Dorf nochmal gehen und alle Leute nochmal uns erkundigen und natürlich auch entsprechend, ja, denen der Items entledigen, die sie nicht mehr brauchen, weil das sind ja doch einige. Reisegeplänkel, ja, nehmen wir mal mit. Schauen wir mal. Sagt mir, Alberic, was tut ihr, um eure Fähigkeiten zu erhalten? Nun, ich übe jeden Tag verschiedene Schwerthiebe und mache Übungen, um stärker zu werden. Ich arbeite immer an den Grundlagen, denn darauf sollte jeder Krieger aufbauen. Das klingt sehr weise. Was ist mit euch, Tyrion? Übt ihr auch? Ich lerne durch Anwendung, in der Schule der Erfahrung. Ich halte nicht viel von Üben, um es des Übens willen. Ich verstehe, habt ihr eine Idee, wie wäre es, wenn wir zusammen üben? Habt ihr nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Ein Mann kann nicht eure beachtliche Gewandtheit erreicht haben, wenn er nur in der Bierstube sitzt. Ihr müsst also üben. Aber ich behaupte das Gegenteil. Die Frage ist, warum? Also ich... Gemeinsam zu üben ist eine hervorragende Idee. Ich werde mit euch mich euch anschließen. Wie heißt der Spruch, alle guten Dinge sind drei? So ähnlich war das doch. Gut, aber nur dieses eine Mal, ja? Abgemacht. Dann gehen wir nach draußen und beginnen. Nein. Ich muss erstmal diese Leute kurz mal deren Sachen entledigen, ne? So. Anstimmt, ich muss natürlich schauen, weil ich habe immer noch einen. Bei einem habe ich immer noch das Amulett nicht abgenommen, ne? Müssen wir mal schauen, wo wir den finden. Wirtshausgast. Nein. Weil ihr wisst, der eine müssen wir noch bekämpfen wegen diesem einen Amulett. Da wird das, glaube ich, du bist das nicht. Nein, du bist der angespannte Dorfbewohnerin. Das murmelnde Kauz. Okay. So. Ja, es wird jetzt spannend. Ich habe ja keine Ahnung. Angeschuldigter Mann. Ach, das war der, den wir aus dem Gefängnis befreit haben. Okay. Ein normaler Dorfbewohner. Ja. Hallo? Ja, Miles von der Antantiritter. Ja, genau. Okay, das war der, wo wir die Quest schon fertig gemacht haben. So, da ist auch nichts. Ein Zeuge. Ja, ist okay. Ja, also wie gesagt, ich lese jetzt nicht die einzelnen Texte nochmal so im Detail durch. Ich möchte nur alle Geschichten jetzt irgendwie, also alle Quests irgendwie mitkriegen. Fertig kriegen. Und da müssen wir jetzt einfach schauen. So, war da drinnen? Ich glaube, das habe ich schon mehrmals, die habe ich schon mehrmals über den Haufen geworfen, die liebe Dame, oder? Machen wir es trotzdem nochmal? Ja, komm. Sorry. Eine Einser. Da hau ich einmal drauf und ups, sorry. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig. Weil ich glaube, da drin... Ah, doch, er ist da. Ja, diese Stadt ist zu kalt für mich. Siehst du? Da können wir noch was klauen. Ne? Hätten wir das alles nicht mitgenommen, weißt du? Das wäre ja eine Schande gewesen. So. So, den brauchen wir auch nicht. Aber Moment, jetzt gucke ich mal kurz auf der Karte. Ich habe jetzt trotzdem hier nicht irgendwelche Marke oder so erhalten, dass ich Haken oder so bekomme bei den... Nee. Ich hätte mir ja fix erwartet, dass ich irgendwie auch zu den Inseln dahin komme. Das finde ich echt ein bisschen schade. Das geht dem Spiel ein bisschen ab, aber das habe ich eh schon mal erwähnt. So Completion-Marke. So, das ist alles schön complete. Das freut mich. Die anderen, das wird noch ewig dauern. Ach, du Schande. Sind noch 1000 Folgen wahrscheinlich, Leute. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem damit. So, das ist auch eine Ardante-Ritterin. Das ist schön. Nehmen wir Eisziegelsteine ab. Die brauchen wir immer wieder. Wobei jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber naja. Zitternde Dorfbewohnerin. Ja, ist okay. So, okay. So, ne, der Kathedrale müssen wir auch nochmal durchgucken, weil es kann nämlich jetzt sein, dass jetzt, wenn wir die Quests abschließen, dass da neue Leute auftauchen und neue Quests auftauchen. Deshalb müssen wir da überall durchgucken. So. Ja. Aber wir haben da echt noch nicht durchgeklaut. Das finde ich echt ein bisschen bedenklich. Ja? Es wird einfach die Leute noch nicht ihre Sachen entledigt haben. So. Ah, guck mal. Den haben wir noch nicht mal erkundigt. Ein herzensguter junger Mann, der sich vor kurzem den Ardante-Rittern anschloss. Als sich sein sanftes Wesen als ungeeignet zum Töten von Monstern und Fangen von Verbrechern erwies, schlug der Erzbischof vor, er sollte seine Fähigkeiten lieber in der Nachschubversorgung zum Einsatz bringen.
Okay. Verborgenes Objekt noch gefunden. Cool. Brauchen wir jetzt definitiv noch, ne? So. In der Kathedrale gibt es auch einige. Ach, guck mal, ja, da ist ja wirklich ein Quest noch drin. Ein neues. So. Ich fürchte, auf den Herzen der Menschen von Leismühl lastet immer noch ein großes Gewicht. Und ich trage dafür zum Teil die Verantwortung. Ich half dabei, sie in den Wahnsinn zu treiben, zusammen mit einem Mann, der sich Heiland nannte. Ich weiß, dass viele versuchen, sich von dieser Erfahrung zu erholen und ihr Leben wieder aufzubauen. Aber ich habe immer noch nichts getan, um meine Taten zu sühnen. Ich denke, ich muss zurück nach Leismühl. Vielleicht, wenn ich es tue, dann... Ah, ich habe schon wieder vergessen, dass ich sie zuerst beklaut hätte. Achso, sie ist jetzt eh... Okay. Sie ist eh abgehauen. Ich hätte vorher natürlich klauen müssen. Ja, es ist meine Schwester. Natürlich beklaue ich die. Was denkt ihr denn? Psst. Schlechter Mensch, TM. So, okay. Ach, da. Ja. So, bist du die Mutter? Hast du... Nein. Hallo. So, Kleriker, warum habe ich die alle nicht beklaut? Ich glaube, da hatte ich noch keinen Klauer mit. Ja, die kritische Nuss habe ich genommen. Stimmt, die Nüsschen sollte ich auch mal verwenden. Moment, das machen wir jetzt gleich mal. So, damit ich die zumindest mal alle ein bisschen losbekomme. So, wo sind denn die überhaupt? Da. Erhöht das Tempo bedeutend. Geben wir Therion und Elfin. So. Kritische Trefferquote bekommt natürlich Ulberic alles, ja, weil der muss mit seinem Mega-Angriff, ihr wisst ja, wie das läuft. Bringt zwar jetzt nicht mehr viel wahrscheinlich, aber naja. Erhöht maximale FP massiv, er hat dann wenig FP. Ulberic hat immer ein Problem mit FP, also werde ich ihm das geben. Das hat jetzt genau gar nichts gebracht. Also aus... Ich glaube... Nee, das... Ach, das... Das war falsch, oder? Da stand doch jetzt, dass das FP erhöht, oder? Okay, das stand, glaube ich, falsch da. So, erhöht Genauigkeit massiv. Puh, Genauigkeit, ja, keine Ahnung. Genauigkeit, ja, bekommst du und du und du. So, Genauigkeit, ja, bekommen wir viele alle vier, die normalen. So, elementare Defensive massiv. Ja, du, oh, gib mal Therion, weil der ist nicht so schlecht. So. Wahrscheinlich bereue ich das jetzt, dass ich das jetzt mache. Elementare Angriffe massiv. Auch der Ulberic, weil der ist ja auch mein Zauberer. Und auch der Elfin. Der Elfin ist eigentlich gar nicht mein Zauberer. Naja. Physische Verteidigung massiv. Ja, ist okay. So. Machen wir hier noch ein bisschen. Ich verteile jetzt einfach quasi random ein bisschen. Ja, viel Spaß mit dem Facepalm-Moment. Physischen Angriff, ja, das macht natürlich Ulberic, ist eh klar. Physischen Angriff nur Ulberic oder auch Elfin mit seiner maximalen GP. Wir hatten wenig. Eigentlich, die Offi hat wenig. Und du hast wenig. So, und jetzt haben wir die Nüsschen alle. Okay, gut. Die Nüsschen haben alle abgelegt. Super. So. Gut. Ja. Mehr Seelensteine für Feuer und so. Das passt gut. So, dich habe ich. Auch noch nicht, offensichtlich. Ja, tut mir leid, ich muss dir das abnehmen, damit du nicht so schwer zum Tragen hast. Das ist nur zu deinem Besten. So. Gut. Das wäre dann das gewesen. Wahrscheinlich vergesse ich trotzdem voll viel. So, da ist dann irgendwo noch was versteckt. Da unten dann wahrscheinlich irgendwo. Nee, da. Im Gefängnis. Okay, im Gefängnis haben wir einen befähigenden Ohrring. Okay. So, und ich glaube, da habe ich dann mit allen gesprochen, oder? Ja, da liegt einer. Ich war das nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Gehe ich jetzt auch nochmal diese ganzen Wege lang, weil ich weiß jetzt nicht, habe ich den... Die Raureifgrotte habe ich ja schon abgeschlossen, glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Was haben wir eigentlich für Quests hier noch?
im Frostland. Gut, die Lianen, das haben wir gemacht. Hier kommen die Drachen. Ich reise umher auf der Suche nach Geschichten und Legenden über edle Drachen. Darf ich euch vielleicht bitten, meine Forschungen zu helfen? Ja, die Drachen, das weiß ich noch. Da hat man was. Aber naja. Das einzige Problem, was wir natürlich haben, ist Quests, die hier irgendwo so heraußen rumgurken, ja. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich die natürlich dann meistens wahrscheinlich nicht wirklich finde. Aber ich muss einfach immer auf der Karte gucken, ob ich irgendwo auf der Karte ein oranges Pinöpel sehe. Ja. So, da müsste jetzt die Raureif, die war da unten. Aber ich glaube, dass ich die schon ausgeräumt habe, oder? Weil Gefahrenstufe 20... Ach, falsch. Gefahrenstufe 20 war die, glaube ich. Ist das euer Ernst? Gegner? Hm. Ist das wirklich euer Ernst? Oh, der Bär hat sogar überlebt. Okay, das ist jetzt verwunderlich. So, mach mal den. Oh, das ist verwunderlich, dass der immer... Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn der das jetzt auch noch überlebt, dann... Ja. So. Gut. Ja, Rauhreif-Grotte, schauen wir mal. Also ich glaube zwar, mich zu erinnern, dass ich hier schon alles mitgenommen habe. Nee, habe ich nicht. Die Kisten sind noch geschlossen. Gut, dann speichern wir hier mal. Eieiei. Warum gibt es keine Häkchen im Spiel? Nein, das ist der richtige Weg, den will ich nicht gehen. Da, die habe ich... Hä? Okay, offensichtlich habe ich nicht alle mitgenommen. Ah, da bin ich nur einmal kurz reingelunzt, glaube ich. Ich erinnere mich. So. Ja, gut, dann. Das sind... was sind das? Feuerdinger? Ja, ja. Genau, so muss das sein. So, und dann machen wir den Rest mit Angriffen. Keine Angriffe? Willst du wirklich? Muss ich wirklich amputieren? Ja, gut, wir amputieren. Sicherheitshalber. So. So, Diebkiste mit einem Seelenbeil. Ja, und ihr fragt euch jetzt sicher, warum macht der Bub das? Das bringt doch nichts. Ja, das stimmt. Also fürs Quest bringen mir die Sachen natürlich nichts mehr. Das ist absolut richtig. Aber ich möchte... Die habe ich auch geholt. Da habe ich nur die Diebkiste nicht mitgenommen. Ich möchte nur jede Höhle zumindest abgesucht haben, ja. Weil man weiß ja nicht, was es bringt oder auch nicht bringt. So. Ach, das war, ich kann mich erinnern, das war, ja klar, das war die Höhle, wo diese eine Yeti war. Okay, ich glaube, dass ich da jetzt abhaue. So, komm. Was? Echt? Oh nein, es greift mich an. Das ist Schande. So. Ja, das war ja die Höhle, wo diese eine Yeti war, aber offensichtlich habe ich da eine Kiste vergessen. Trotzdem. Okay, jetzt laufe ich da zurück. Und da unten durch. Da hinten die Kiste habe ich, glaube ich, auch vergessen. Ja, die habe ich von der Weite gesehen. Müssen wir schon mitnehmen. Ich meine, Kisten, Leute. Da ist eine leichte Nuss drin. Ja. Aber das Traurige ist, hier bekomme ich ja nicht mal für die Kämpfe noch großartig irgendwas. Mein paar Laufbahnpunkte, die... Ah, apropos Laufbahnpunkte. Ich müsste meine die letzten Fähigkeiten nochmal auswählen. Hier von meiner Laufbahn. So. Gut, da sollte ich jetzt vielleicht doch ein bisschen eher das versuchen. Ja, es macht auf jeden Fall mehr Schaden, das ist schön. Weißt du, wie gibt's denn, dass das Level 25 die so stark sind? Stirb, bitte. So, okay. Ja, ein bisschen was ist auch. So, ganz kurz. Fertigkeiten. Genau, das nehmen wir mit. Das haben wir schon. Und das nehmen wir mit. So, okay. Gut, aber jetzt, glaube ich, haben wir alles, oder? Müsste ich so ziemlich alles mitgenommen haben. Ich kann mich schon erinnern, das war diese Yeti-Höhle. Aber wie gesagt, das ist leider... Das Problem ist, ich möchte hier... Würde hier gerne so einen Haken oder irgend sowas ranmachen können. Aber geht halt nicht, ne?
Was? Das Ding darf angreifen? Ich glaub's nicht. Was glaubst du, wer du bist? Kannst du nicht einfach hier angreifen? So, stirb bitte jetzt einfach. Genau, so. Don't start things you can't finish. So, und da war dieser Yeti, oder? Ja, genau, stimmt, da war dieser Yeti. Okay, ich erinnere mich. So, aber ich möchte zuerst die ganzen Dörfer im Frostland erledigen. Also hier nochmal Stillschnee. Geheimer Pfad und Obsidian-Salon. So. Lass dir kurz einen Schluck trinken. So. Gut. Ich muss nur schauen wegen den Amuletten noch. Ja. Warte. Oh. Ah. Oh. 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 Können wir ja noch begrapschen. So. Super. Auch dich kann ich noch begrapschen. Boah, ist so fies. Weißt du, die Kinder beklauen. Eieiei. Kein Gewissen, dieser Cloud. Kein Gewissen. Oh, da ist ja noch eine Dame. Nein, ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Ich muss sie vorher beklauen. Ich frage mich nur, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe jetzt meine Freiheit. Ich muss nicht länger meinen Körper verkaufen, um überleben zu können. Aber egal, wen ich frage, ich finde keine anständige Arbeit. Die Welt ist ein kalter Ort, wenn man alleine ist. Und dieser Ort ist kälter als jeder andere. Ich bin es leid. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich mich von einer Arbeit zur nächsten gehangelt, seit ich die Anstellung bei Azelhard verlor. Wohin ich mich auch wandte, ich fand nichts als kalte Herz und erbärmliche Arbeit. Gibt es auf... Sorry Leute, muss ich Bäuerchen machen, oh mein Gott. Gibt es auf dieser Welt noch einen warmen Ort, einen barmherzigen Meister, der mir wieder eine anständige Arbeit gibt? Gott, ich hab Schluck auf, was ist denn da los? Zu große Träume für eine müde alte Hure. Da stand er, ich musste das einfach... So, okay, gut. Ariana erneut. Nach dem Sturz der Adelsfamilie, der sie vor einigen Jahren diente, wurde sie gezwungen, nach Stillschnee zu ziehen. Sie wurde in Freudenhaus entlassen und suchte jetzt einen neuen Beruf. Es ist eine gute Frage. Soll ich die mal mitnehmen, die Dame? Gibt es auf dieser Welt noch einen warmen Ort, ein barmherziger Meister, der mir wieder eine anständige Arbeit gibt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich weiß, ich lasse sie mal da. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die hinbringen soll. Geldverleiher. Ja, nö. Brauchen wir nicht. Ich beklaue die hier mal die Sachen. So. So, das Wirtshaus. Okay, da ist sogar einer, mit dem wir reden können. Ach, das ist dieser Typ mit dem Wärmeofen. Ich erinnere mich. Den haben wir auch noch nicht fertig beklaut. Irgendwie mit dem Klauen hatten wir es nicht so hier in den Eisgebieten. Ja, ist auch gemein, weil die Leute haben ja nichts. Ja, mit denen, oder? Ja, sprechen wir gleich mit denen. So. Ein naives Mädchen, der fehlen die Sachen dann sicher nicht. So, du. Ein geläuterter Vater. Und nein, Leute, jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht. Im echten Leben würde ich das natürlich niemals tun. Ich tue das im Spiel nur deshalb, weil man da so ein Häkchen dann dabei hat. Ja, das ist das. Oh, da haben wir uns noch gar nicht erkundigt. Unbekümmerter Mann. Der Mann betreibt mit seiner Frau ein Gasthaus. Er erzählt den Kindern des Ortes viel aus seiner Jugend und davon, wie er einen Helden bei seinen Taten gesehen hat. Vielleicht liegt es an seinen Erzählungen, dass die Adante-Ritter bei den Kindern so beliebt sind. Ja, und das ist jetzt wieder der Punkt mit dem Quest-System, wo ich mich in den Credits schon ein bisschen ausgelassen habe. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich diese Dame hinbringen soll. Ja, vielleicht haben wir Glück und es ist hier irgendwo im Dorf, aber ich glaube nicht. Kann ich fast nicht glauben. So. Unfehlbare Ohrringe. Ich glaube fast nicht, dass es hier im Dorf ist, weil die hat sich ja da schon selbst durchgefragt im Dorf. Oder vielleicht hier die, dass die sie nehmen würde. Ja, da war ja... Achso, die ist ja auch nicht mehr da, die alte Dame. Die Wahrsagerin, okay. Ah, da können wir noch klauen. Wir beklauen die Heiligkeit. Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Nicht, natürlich.
So. Und du so? Greetings to you. Frostlandbauer. Ah, ihr mit drüben. Ja. Ach, rote Beete. Ein Quest-Item. Okay, cool. Rote Beete, wo brauchte ich die nochmal? Hier darf niemand passieren. Sagst du. Das glaube ich nämlich nicht, dass hier niemand passieren darf, ja? Das glaube ich nicht, dass hier niemand passieren darf. War ich sicher auch schon, ja. War ich schon. Also einfach ein paar Mal draufgehauen und gut so, ne? Ich glaube, dass ich da gar nicht meinen Megaschlag machen muss. Machen wir eher den da und dann ist der. Ja, und tschüss. With each battle, I grow stronger. So, ja, und da ist natürlich nichts drin, da war ich schon mehrmals. Ja, und wir werden jetzt diese Cleanup-Runden, werden wir jetzt immer 30 Minuten machen, die Folgen, weil im Endeffekt, wir haben das Spiel schon durch, es ist schon so lange. Also wir werden da jetzt schauen, so um die 30 Minuten. Ach, da war ich auch noch nicht drin übrigens. Oh, ja. Ich beklaue ich nicht. Warum kann ich das jetzt... Jetzt muss ich mal schauen, kann ich das kaufen dann? So, kurz mal... Gruppe wechseln, kurz mal... Wer ist die Händlerin? Tressa mit Elfin, mit Therion tauschen. So. Kann ich mit der das dann kaufen? Ja, machen wir. Kostet zwar immens viel, aber wir haben etwas, genau. Aber wir haben zumindest das Häkchen bekommen. Ja. Was kann der verbotene Dolch jetzt? Kann der irgendwas Gutes? Ich kann mir das ja fast nicht vorstellen, oder? Schauen wir mal. Der hat einen Dolch da. Nein, nicht das Ritterspiel. Ich möchte nur verbotener Dolch. Verringert zugefügten Feuer- und Dunkelheitsschaden. Ja, komm. Machen wir einfach. Ist egal. Dann war der vielleicht doch ganz gut. So, dann muss ich jetzt einmal in die Richtung gucken. Weil da waren wir. Da waren wir zwar mal, aber... Ja, aber da ist nichts, oder? Ja, doch eine Kiste. Ich bin da nämlich nie lang gelaufen. Also das müssen wir jetzt leider einmal machen. Da bin ich ja nur mit der Kutsche gefahren, falls ihr euch erinnert. Ist da nicht sogar... Okay, da kann ich offensichtlich hier nicht rein. Oh nein, es ist ein Bär. Und Eichhörnchen und so Zeug. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir uns jetzt gegenseitig ein bisschen gehandicapt haben. Mit dem dunklen Dolch, weil wir jetzt die... weniger Dunkelheitsschaden haben, aber hey, komm, alles gut. So, okay. Yep. Und guck mal, eine Diebkiste. Ja, die Kisten werden wir natürlich nicht alle holen, das habe ich eh schon mehrmals erwähnt. Das wird nicht sein. So, was da oben ist irgendwo... Keine Ahnung. Ja, und in die Höhle gehe ich jetzt nicht mehr rein. Oder ist da ein zweiter Eingang? Nee, da ist ja nur die Höhle. Ich weiß auch nicht, warum. Geheimer Pfad. Ich meine, es wäre so fies, wenn da jetzt irgendwo noch so Typen drinnen wären. Aber ganz ehrlich, das... Ja. Wenn das denn so wäre, dann haben wir da eben Pech gehabt. Ich werde auf jeden Fall dann irgendwann mal in eine Komplettlösung oder so gucken, falls ich wirklich die Quest selbst nicht lösen kann. Weil... Es bringt jetzt nichts, dass wir da jetzt ewig rumsuchen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir alles wieder aufsuchen, aber naja. Ist ja so tragisch, ist es ja auch nicht. So. So, gut, dann hätten wir in Stillschnee auch alles erledigt. Aber ich möchte einmal vorne rauslaufen, einfach nur um zu gucken, ob wir nicht irgendeinen Dungeon oder so verpasst haben, ja. Weil ich habe jetzt, muss ich kurz schauen, also ich war da. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Da zwar nicht. Fahrt zur Höhle ist ursprünglich, aber ich hoffe nicht, dass da irgendwas war. Aber da müssen wir, ja, weil man sieht nämlich, hier habe ich sogar zwei dann. Also den da habe ich nämlich noch nicht. Wenn man sich das so ansieht.
So, in dem Weißwald. Ich gucke einmal hoch zum Weißwald, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Gefahrenstufe 37. Ich schaue nur. Kein Questmark. Doch, da ist ein Typ. Sieht er das an? Hier gibt es ziemlich viel Schnee, oder? Ich komme aus dem Hochland zu Besuch. Man sieht kaum die Gesichter der Frauen, wenn sie wegen der Kälte ganz in Tücher eingewickelt. In Steingang, wo ich herkomme, lebt die schönste Frau der Welt. Ich liebe Natalia. Sie sucht dringend nach einer guten Magd. Ah, sie sucht dringend nach einer guten Magd. Wenn ich sie nur finden könnte, würde ich sie meiner erbarmen. Okay, er ist neu. Bekomme ich von ihm jetzt die Info für... Nein, nur ein verborgenes Objekt. Während dieser umherziehende Bote von Ort zu Ort reist, hört er sich geduldig die Probleme der Leute an, denen er begegnet, und bespricht sie mit anderen. Dadurch hat er so manches Mal dazu beigetragen, eine verfahrene Situation aufzulösen, und hat geschworen, seine Arbeit fortzuführen, solange er in der Lage ist. So, ein verstecktes Objekt gefunden. Jetzt muss ich noch mal kurz... Wo? Ah, jetzt habe ich das übersprungen. Hochland? Ja. In Steingrad. Okay. Weißt du was? Jetzt nehmen wir... Jetzt nehmen wir die Dame mal nach Steingrad mit. Machen wir einen kurzen Abstecher. Nach Steingrad. So, wo ist jetzt ein Versteck... Wo ist jetzt das versteckte Objekt? Ist das jetzt da oben nicht, oder? Irgendwo soll doch da ein verstecktes Objekt jetzt gewesen sein. Das wird doch nicht hier sein. Oder doch? Willst du mich verarschen? Also auf der Karte zeigt es nichts an. Auf zu Quietschenbrücke, ich habe Angst. Wahrscheinlich im Wald, oder? Oder es ist in Steingrad jetzt, weiß man nicht. Ich werde dann schnell reisen nach oben, ich bin da einfach faul. Ich laufe jetzt mal kurz in den Wald rein. So, die nehmen wir mit. Die sind zwar jetzt ein bisschen stärker, aber ist egal. Zumindest sind sie gegen Nacht allergisch. Die, glaube ich, schaffe ich zwar jetzt mit Initialboostung eher schwierig, aber ja, wir probieren es trotzdem. Vielleicht geht's ja. Ja, doch, geht doch. Alles gut. So, hier einmal kurz Pfeilregen. Ja, so halb gut, ne? So. So, ja, komm, mach mal. Normale Angriffe ist okay. Sollte ja gehen, oder? Ja, wunderbar. With each battle, I grow stronger. So, wo ist jetzt das versteckte Objekt aufgetaucht? Ich meine, ich sehe da immer auf der Karte nur... Ah, da ist... Ach Gott, Mensch, echt jetzt? Okay, eine mittlere anregende Pflaume. So, ich gucke nur einmal rein, ob hier ein violett, ein oranger Knubbel ist. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Dann kurz wieder schnell gereist, weil ich will den ganzen Weg nicht nochmal nach oben. So, bevor wir da dann weitermachen, nehme ich jetzt die Dame wirklich mit. Komm mal mit mir mit, bitte. Einen warmen Ort nach Steingrad. So, Steingrad war irgendwo da unten im Gebirge. Pflastörsten war es nicht. Dauerfeste. Steingrad, ja. Jetzt ist ja die Frage, achso, das war diese Bibliothek-Ding, oder? So, wer könnte das denn jetzt gewesen sein? Ist das jetzt jeder, der hier angezeigt wird? Nee, oder? Ah doch, sehr schön. Questmarker, cool. Ah. Ja doch, ja. Wie kann ich dir helfen? Ah nee, Russell. Du hast bereits den dritten Band von Die Reise der Bergsteiger gefunden. Okay, ist doch ein anderes Quest. Aber ja, ich habe sogar schon Band 4. Gut, dann werde ich hier am Band 3 arbeiten. Könntest du inzwischen mit dem vierten Band da drüben anfangen? Aber selbstverständlich, Dominik. Mein Leben war nie wieder dasselbe, nachdem ich für den Diebstahl des Folianten aus der königlichen Bibliothek verhaftet wurde. Nachdem ich entlassen wurde, hatte ich keinen Ort, an den ich zurückkehren konnte, und landete schließlich in dieser Stadt. Jetzt lerne ich von Dominik alles über Manuskripte. Er hat mich als seinen Lehrling angenommen. Ich kann keine Arbeit als Gelehrter finden, aber es gibt auch sonst nichts, das ich machen könnte. Zu meinem Glück hat Dominik mich aufgenommen, und das trotz der Tatsache, dass ich nach Fusel und Hoffnungslosigkeit stank. Ich widme mich völlig der Arbeit als sein Lehrling. Ich werde meine Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.
Ich hoffe eines Tages, meine eigenen Bücher zu schreiben und sie Bibliotheken auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Daher erforschen wir derzeit die Geschichte des Landes, aber uns fehlen noch Informationen zu bestimmten Orten. Ich würde zu gern selbst Nachforschungen anstellen, aber die Arbeit von Dominik wird mich die ganzen nächsten Tage beschäftigen. Ist okay. Dann habe ich jetzt doch versehentlich eine Quest gestartet. Das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mein Anhängsel hier, wahrscheinlich da oben, oder? In das Nobelviertel bringen. Genau, nämlich da gibt's ja hier den da vielleicht. Ja, schauen wir mal. Ach, für wen haltet ihr euch? Ihr könnt nicht einfach so in ein fremdes Haus eindringen. Okay, eher nicht. Also das ist Buchbinder. Ja, das hatten wir schon. Aber wer könnte das denn dann gewesen sein? Sie? Sorry. Dieser Durchgang ist gesperrt? Nee. Aber er hat doch Steingrad gesagt, oder? Dass irgendwer so eine Magd bräuchte oder einen Diener. Es müsste irgendjemand mit einem Haus sein. Würde ja Sinn machen. Und ich meine, ich sag mal, so warm ist es hier jetzt auch nicht wirklich. Ah, die. Okay. Ja. Irgendwo auf dieser Welt muss es doch so loyale Menschen geben. Gute und ehrliche Diener, die nur unter dem Dach einer guten Herrin arbeiten möchten. Aber die gibt es doch, Herrin. Eine steht direkt vor euch. Verzeihung? Ihr könnt mich Ariana nennen, wenn es euch beliebt, Herrin. Und ich würde euch gerne bis zu meinem letzten Tag dienen, wenn ihr mich lasst. Oh, wie wortgewandt ihr doch seid. Diese stille Grazie, diese Haltung und so gute Manieren. Ja, ich denke, wir können gut miteinander auskommen. Möchtet ihr wirklich als meine Zofe arbeiten? Nichts auf der Welt würde ich lieber tun, Herrin. Ach, dann heiße ich euch in meinen Diensten willkommen, Fräulein Ariana. Nun brauche ich nur noch eines. Mir fehlt immer noch ein guter Kutscher, der mich herumfahren kann. Ihr kennt nicht zufällig einen Kutscher, der eine neue Anstellung sucht? Doch, meine Herrin, ich kenne einen solchen Mann. Er ist ein erfahrener Kutscher. Ich bin in seine Kutsche über viele tückische Wege gefahren und niemals zu Schaden gekommen. Oh, das klingt sehr vielversprechend. Es ist, als stünden die Sterne gerade günstig für mich. Nur fürchte ich, dass seine Manieren ein wenig zu wünschen übrig lassen. Ich weiß nicht, was ihr von ihm halten würdet, falls ihr überhaupt einwilligt, in euren Dienst zu treten. Ja, okay. Gut. Ja, wir reisen zurück, weil wir wollen uns jetzt, wir müssen das schon systematisch machen, das Ganze. Wo waren wir jetzt eigentlich? In Stillschnee waren wir immer noch. Genau, weil da müssen wir jetzt nach links raus. Aber erstmal ist hier, ist jetzt immer noch eine Quest, Moment, ist, ach, der Kutscher. Ja gut, da müssen wir die Quest auch noch starten. Aber erstmal erkundigen wir uns natürlich. Ein ehemaliger Kutscher des Freudenhauses. Seit er seine Stelle dort verlor, weiß er nicht, was er tun soll. Ist egal. Schwere Klinge und plattierter Schild. Nehmen wir mal ab. Die Welt tut einem armen Gestalt wie mir keinen Gefallen. Sicher brauchen die Leute einen tüchtigen Kutscher, aber seit ich meine letzte Arbeit verloren habe, finde ich nichts Neues. Ja, dann nehmen wir ihn doch mit. Ja? Bringt mich in einen Ort, an dem es Arbeit gibt. Ja, ist okay. Aber erstmal speichern wir ab und das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich hoffe, es ist für euch okay, dass diese Folgen etwas länger sind. Also, CD war eh öfter schon passiert. Na egal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.